Ja, und hier haben wir nun eine ganz, ganz tolle, enorm wichtige Pflanze gefunden. Ich sag's gleich dazu, die ist ja akademisch wichtig und für den Förster vielleicht wichtig. Für den Otto-Normal-Waldbesucher ist die echt nicht wichtig. Man kann sie nämlich nicht essen, also man kann schon, aber ne, ihr wisst's ja. Und bringt einem auch sonst nichts für irgendwelche Survival-Vorhaben. Ist aber meiner Meinung nach trotzdem was, was man vielleicht, wenn man sich weiter für den Wald interessiert, gerne mal gehört haben sollte. Nämlich, es handelt sich hier um die weißliche oder weiße Heimsimse, also Hainsimse, Hain von Wald halt eben. Gibt auch noch die Waldheimsimse und ganz ehrlich, solange die nicht blüht, kann ich sie zumindest nicht hundertprozentig auseinanderhalten. Deshalb tun wir jetzt einfach mal so, als wäre es die weiße Hainsimse oder eben weißliche Hainsimse. Hat den schönen lateinischen Namen, den man sich, wie ich finde, sehr gut merken kann. Luzula luzuloides. Schönes Wort, gell? Und ist idiotensicher zu erkennen, sieht nämlich so aus wie ein Gras, ist aber keins. Kann man daran erkennen, dass wenn man sie wirklich ganz weit unten ausrupft und man sich die gesamte Pflanze anguckt, wartet, ich muss hinter die Kamera, sonst sehe ich das Display nicht, dann, na komm, stell scharf. Dann stellt man fest, dass sich hier unten an der Pflanze keinerlei Knoten im Stängel in Anführungszeichen befindet. Und wenn man den Stängel entlang geht, wird man auch sonst keine weiteren Knoten im Stängel finden. Und da sind es dann ja auch nur noch Blätter und es ist überhaupt nirgends ein Knoten zu finden. Denn, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, die Definition von Gras ist, dass irgendwo am Stängel, und das muss ein Stängel erkennbar sein, dieses Ding hat ja eigentlich gar keinen Stängel. Das sind ein Haufen Blätter, die unten verdickt sind. Und dann auch schon in die Wurzel übergehen. Jedenfalls, ein Gras hat immer solche Knoten am Stängel. Und alle anderen grasartigen Pflanzen, die kein Gras sind, aber für den Laien so aussehen, haben diesen Knoten eben nicht. Da gibt es zum Beispiel Seggen und Simsen in diesem Fall, nur um mal zwei genannt zu haben. Und jetzt ist dieses Ding wirklich idiotensicher zu erkennen, weil... Mit der Scharfstellung ist immer so ein bisschen schwierig heute. Seht ihr die weißen Härchen am Rand? Das ist es auch schon. Also es ist ein idiotensicheres Bestimmungsmerkmal. Wenn ihr diese bewimperten, ja, Grashalmen, in Anführungszeichen, mit ziemlich breiten Blättern für so eine grasartige Pflanze habt, mit diesen wirklich langen, auffälligen Wimpern, das ist wirklich idiotensicher zu erkennen, dann handelt es sich um Luzula luzuloides, die weiße oder weißliche Hainsimse. Jawohl, ja. Wächst, wie man hier schön sehen kann, oft horstförmig, also in solchen Büscheln. Und ist in, naja, sagen wir mal, 80% der Buchenwälder zu finden. Denn sie ist eine Charakterart des Buchenwalds, muss man eigentlich fast schon sagen. Und zwar speziell des bodensauren Buchenwalds. Und das ist der mit Abstand häufigste Waldtyp Deutschlands. Und dazu gibt es jetzt noch ein bisschen was ich euch gleich erzähle, sobald ich mich unter irgendeinem Baum gestellt habe, wo ich nicht ganz so nass werde. Also mir ist es egal, aber die Kamera! Okay, jetzt versuche ich mal anhand unserer Luzula luzuloides einen kleinen Ausflug in die Vegetationskunde. Das ist schwierig, weil die Vegetationskunde ist kompliziert und kann man schlecht in wenigen Sätzen erklären. Ich versuche es jetzt aber trotzdem. Pflanzen leben gerne zusammen unter den gleichen Bedingungen in der gleichen Artengemeinschaft. Soll heißen, wenn ihr irgendwo einen Niederschlag von 600 mm habt, eine Durchschnittstemperatur von 8,5 Grad und eine saure Braunerde als Boden. Und diese Bedingungen gibt es in Deutschland an vielen verschiedenen Flecken. Dann habt ihr zu erwarten, dass ihr an all diesen verschiedenen Flecken im Laufe der Zeit die gleichen Pflanzen antreffen werdet, die gleiche Zusammensetzung von Vegetation, weil die Pflanzen immer da besonders gut vorkommen, beziehungsweise immer da vorkommen, wo sie am optimalsten an ihren Lebensraum angepasst sind. Sprich, ein Lebensraum unter bestimmten Bedingungen ruft immer, wenn man genügend Zeit zur Verfügung stellt, eine an ihn perfekt angepasste Vegetation hervor. Das gleiche gilt auch für Tiere, die passen sich auch ihrem Lebensraum optimal an, beziehungsweise da sie ja mobiler sind, suchen sie sich den Lebensraum, der für sie am optimalsten geeignet ist.
Und im Fall von Pflanzen äußert sich das halt eben so, dass man dann, da die auch nicht wegrennen, relativ einfach anhand der vorhandenen Pflanzen sehen kann, okay, hier gibt es die Pflanzen, die optimalerweise auf einem sauren Boden, saurer Braunerde mit 600 mm Niederschlag und 8,5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur wachsen. Das heißt, dann muss ich im Rückkehrschluss auch mich auf einen solchen Standort befinden und habe hier eben diese Wetter- und Bodenbedingungen, die die Pflanzen mir anzeigen. Und wenn man jetzt mal in die Wetterkarte reinguckt, wird man dann in, bin mir sicher, 99% der Fälle feststellen, huch, das stimmt ja sogar. Die Pflanzen zeigen also an, dadurch, dass sie da sind, dass es sich um einen entsprechenden solchen Standort handelt. Es ist aber nicht so, dass der Standort deswegen da ist, weil die Pflanzen da sind, sondern die Pflanzen sind da, weil der Standort da ist. Und jetzt kann man eben durch diese Standortseigenschaften, die man durch das Vorhandensein der Pflanzen erfährt, erraten, was hier eigentlich für ein Vegetationstyp stehen müsste, wenn der Mensch nichts anderes hingestellt hätte. Wenn ihr also in eurem Garten natürlich wachsend plötzlich eine Luzula luzuloides findet, dann wisst ihr, dass euer Garten eigentlich, wenn man euer Haus abreißt und euren Garten alle Pflanzen rausrupft, die es da mal gegeben hat und dann 1000 Jahre wartet, oder sagen wir 500, dann wäre euer Garten eigentlich ein bodensaurer Buchenwald. Und jetzt diesen Gedankengang im Kopf quasi zu Ende gedacht. Nimm ein beliebiges Stück Boden in Deutschland, guck dir die klimatischen Bedingungen an und den Boden selber, dann weißt du, was der Standort ist. Und jetzt stell dir vor, da wäre eben nicht das drauf, was der Mensch draufgestellt hat. Zum Beispiel auch der Potsdamer Platz in Berlin. Denk dir den weg. Und stattdessen denk dir schlagartig die Vegetation drauf, die da eigentlich stehen müsste, wenn man der Natur jetzt genug Zeit geben würde. Und diese Vegetation, die dann da steht, das ist die potenzielle natürliche Vegetation, die PNV. Und die ist in Deutschland in 80% der Fälle der bodensaure Buchenwald. Und das kann man daran erkennen, dass sich da irgendwo eine Luzula luzuloides finden lässt. Heißt also für euch, ihr findet irgendwo eine Luzula luzuloides, ihr wisst, aha, ich stehe hier im Buchenwald, auch wenn hier überhaupt kein Buchenwald ist. Wenn ihr also im Fichtenforst eine Luzula luzuloides findet, dann ist es kein Fichtenforst, sondern eigentlich ein Buchenwald und der Förster hat was anderes hingepflanzt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, das Thema ist komplex. Diese natürliche potenzielle Vegetation ist ein sehr schönes Instrument der Forstwissenschaft, kann man sagen, um herauszufinden, welche Baumart auf jeden Fall an einem beliebigen Ort wachsen würde. Wenn man also, da gibt es ja noch andere Vegetationstypen außer dem bodensauren Buchenwald, das ist nur das häufigste Beispiel. Aber wenn man eben die potenzielle natürliche Vegetation ermittelt, anhand der vorhandenen Bodenpflanzen, die ja keinen interessieren, du pflanzt ja keine anderen Bodenpflanzen hin, du pflanzt andere Bäume. Aber die Bodenpflanzen, die beeinflusst das auch ein bisschen, aber manches bleibt eben auch gleich und daran kann man es dann trotzdem erkennen. Und wenn du Luzula luzuloides findest, weißt du als Förster, okay, hier kann ich auf jeden Fall Buche pflanzen, die wächst in jedem Fall. Ja. Jetzt kann ich noch dazu sagen, wer die potenzielle natürliche Vegetation erfunden hat. Ich war es nicht, aber der Vorvorgänger von mir, Professor Dr. Reinhold Tüxen, mein Großvater quasi. Deshalb kenne ich mich mit der potenziellen natürlichen Vegetation auch relativ gut aus. Das ist so die eine Sache, die er ja entdeckt hat, definiert hat, erfunden hat, wenn man das so möchte, so nennen möchte, die auf jeden Fall auch heute noch präsent ist. Vieles andere ist jetzt nicht mehr so wichtig, das ist ja alles viele, viele Jahrzehnte her. Aber die PNV, die spielt nach wie vor in der Forstwirtschaft, Forstwissenschaft immer noch eine große Rolle und auch bei vielen Naturschutzprojekten und ähnlichen tollen Dingen ist das definitiv noch ein sehr, sehr wichtiger Begriff und nach Tüxen. Ich glaube, wann hat er das geprägt? Ich glaube 52 oder so. Ja, zu diesen hübschen Pflänzchen hier habe ich mal ein separates Video gemacht, aber man kann das wirklich nicht oft genug sagen. Das ist kein Bärlauch, also wirklich ganz wichtig, dass man jetzt nicht auf die Idee kommt, oh, hier ist ein Bärlauchfeld. Kann deshalb eben auch verwechselnd sein, weil, da muss ich mal hochheben, die kommen schon auch in relativ großen Feldern vor. Da hinten ist auch nochmal irgendwie sowas in der Richtung, aber hier könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge von den Maiglöckchen.
Wenn man da wirklich gar keine Ahnung hat und sich denkt, oh, ich habe Bärlauch gefunden, toll, so spät im Frühjahr, jetzt immer noch Bärlauch, der noch nicht blüht, das ist ja super. Ja, also es handelt sich eben definitiv nicht um Bärlauch, sondern um Maiglöckchen. Zu erkennen daran, dass ein Maiglöckchen immer zwei Blätter hat, ein Bärlauch hat immer nur eins. Also es kommt immer nur ein Blatt aus dem Boden, in Anführungszeichen, mit einem Stängel, während sich ein Maiglöckchen relativ weit oben am Blatt, also da, wo das Blatt aufhört, breit zu sein, verzweigt es sich und bildet zwei Blätter. Das macht der Bärlauch nicht, nie. Allein das ist ein sicheres Bestimmungsmerkmal, um Maiglöckchen und Bärlauch auseinanderzuhalten. Natürlich riecht das Maiglöckchen auch nicht nach Bärlauch. Und zumindest habe ich so gelernt, dass das Maiglöckchen hier diese Blattscheide am unteren Rand des Blattes aufweist, die der Bärlauch auch nicht hat. Also zumindest nicht in dieser Form. So habe ich es gelernt. Teilweise gibt es Leute, habe ich auch mal in den Kommentaren gelesen, die am Bärlauch so eine Blattscheide auch gefunden haben wollen. Ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß nicht, was das genau dann gewesen ist. Vielleicht war es auch gar kein Bärlauch, sondern doch ein Maiglöckchen. Ich weiß es nicht. Normalerweise hat das Maiglöckchen diese Blattscheide und der Bärlauch nicht. Also nur, dass ihr das nochmal sicher wisst. Aber allein die Sache mit den zwei Blättern ist schon ein sicheres Bestimmungsmerkmal. Da seid ihr auf dem todsicheren Ast, dass es sich um ein Maiglöckchen und nicht um Bärlauch handelt. Todsicher, ne? Ja, und das Ding habe ich jetzt die ganze Zeit mal im halbwegs blühenden Zustand gesucht. Wie gesagt, wir sind schon relativ spät dran im Frühjahr. Die meisten sind schon abgeblüht. Das hier ist jetzt die Anemone. Die ist relativ einfach auch an ihren Blättern zu erkennen, die so ein bisschen nach kurzem Rucola aussehen. Die gibt es flächendeckend in so ziemlich jedem Laubwald. Ist was ganz, 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 ganz Häufiges, auch nicht wirklich mit was anderem zu verwechseln. Taucht im Frühjahr recht zeitnah auf, so ein kleines bisschen nach den Schneeglöckchen und den Maiglöckchen. Zum Teil, manchmal auch ungefähr zeitgleich und ist so eine ganz typische, wahrscheinlich die mengenmäßig auch häufigste Art des Buchenwaldes, die halt eben sich ökologisch an den Buchenwald angepasst hat. Denn der Buchenwald ist sehr dunkel. Ich stelle mich mal in die Kamera, wenn ich die ganze Zeit am Labern bin. In so einem sehr dunklen Buchenwald gibt es jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das ist oft in der Natur so, dass es zwei Strategien gibt, wie man mit einem mortalen Faktor umgeht. Zum Beispiel auch dem Winter, der einen umbringt, weil er zu kalt ist. Da gibt es beim Winter die zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sich an und hält den Winter durch. Oder die beliebte Verteidigungstechnik, die auch Mr. Miyagi dem blöden Karate Kid in Karate Kid 2 beibringt. Beste Abwehr, nicht da sein! Und das machen Pflanzen auch sehr gerne und verbringen den Winter einfach im nicht anwesenden Zustand, ziehen sich in ihre Überdauerungsorgane zurück und versuchen gar nicht erst mit dem Frost klarzukommen, der ihnen die Zellsaftvakuole, ich habe sie eben schon erwähnt, also diesen Wasserballon in der Zelle gefrieren und damit platzen lassen würde. Das ist so einer der Hauptgründe, weshalb im Winter Blätter grundsätzlich kaputt gehen. Das war jetzt eben der Fall Winter. Im Fall Schatten durch Buchen im schattigen Buchenwald gibt es auch diese zwei Optionen. Entweder man passt sich an und wächst so langsam und hat so spezialisiertes Laub, dass mit ganz, 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 ganz wenig Licht zurechtkommt und trotzdem noch einigermaßen eben zum Überleben es reicht. Führt also ein sehr kümmerliches Dasein. Eine Pflanze, die das zum Beispiel macht, ist jetzt der Ilex. Den habe ich euch ja in der Winterbaumtour schon mal gezeigt. Der wächst häufig unter Buchen im Laubwald, weil der mit enormen Schatten klarkommt. Anderes Beispiel wäre die Eibe. Die Eibe ist die einzige Baum- bzw. Großstrauchart, die auch unter Buche noch klarkommt, weil die so schattertragend ist, dass das geht. Die wächst deswegen auch sehr langsam und vergleichsweise kümmerlich und gibt halt auch keinen sehr schönen Baum ab, im Sinne von groß und prächtige Krone. Aber es geht, man kann so leben. Die meisten kleinen Pflanzen schaffen das aber nicht, auch einfach weil sie von ihrer Lebensdauer her das nicht unbedingt auf die Reihe bekommen und wählen die Variante von Mr. Miyagi nicht da sein. Da sie aber trotzdem irgendwann ja mal Photosynthese machen müssen, entscheiden sie sich dafür, das im Frühjahr zu tun, bevor die Buche ausgetrieben hat.
weil der Winter ist vorbei, es ist nicht mehr so kalt, dass man als kleines Pflänzchen nicht wachsen könnte und einem die Blätter gefrieren und man sofort kaputt geht. Es ist aber auch noch nicht so dunkel, weil die Buche eine Weile braucht, bis sie ihre Blätter alle aufgefaltet hat und ausgebaut hat und es wirklich richtig schattig im Wald geworden ist. Und in dieser speziellen Zeit, dem Frühjahr, wo die ganzen Frühjahrsblüher im Walde hochkommen, das ist halt die Zeit, in der natürlich im Buchenwald auch ordentlich was los ist am Waldboden. Ja, und in besagter Zeit kommt halt eben auch die Anemone. Und die Anemone ist so die Art, die das am perfektesten beherrscht und am flächenmäßigsten am meisten auftritt. Der Bärlauch gehört auch in diese Kategorie. Auch der Bärlauch ist ein Frühjahrsblüher, ein ganz klassischer. All diese sogenannten Frühjahrsblüher haben gemeinsam, dass sie Überdauerungsorgane in oder auf dem Erdboden besitzen. Die Luzula luzuloides, die ich euch gezeigt habe, die ist ein Hemikryptophyt. Die hat kein Überdauerungsorgan im Boden, sondern die zieht sich quasi bis auf das Ende ihres Stängels zurück. Also der obere Teil fällt ab, stirbt ab und bildet dann eine Überdauerungsknospe quasi ganz dicht am Boden. Noch auf dem Boden, aber dicht am Boden. Im Winter erfriert die deswegen nicht, weil Laub im Herbst drauf fällt und dann noch Schnee im Winter drauf fällt und da ist sie ganz gut isoliert. Ist also kein Problem, funktioniert. Die Anemone macht das anders. Die Anemone ist ein Rhizom-Geophyt, nur um mal mit Fachbegriffen um mich zu werfen. Das heißt, die zieht sich in ihr Überdauerungsorgan, ihr Rhizom, zurück. Das ist eine Speicherwurzel, in der sie sehr viel Stärke aneignet. Das ist eine Speicherwurzel, in der sie sehr viel Stärke anreichert. Da schlägt das Bushcrafter-Herz gleich höher. Oh, Stärke! Stärke! Stärke kann ich essen! Oh, ich kann meine Mohnen rausrupfen und so den Winter überleben. Nein, weil, das weiß die Anemone leider auch, dass sie eine sehr stärkehaltige Wurzel hat, die für uns prima als Notnahrung geeignet wäre. Und weil die Anemone das weiß, baut sie noch diverse lustige Gifte ein, die wir so, naja, man könnte einiges rauskriegen mit Kochen. Mit Trocknen könnte man auch noch einiges rauskriegen. Also erst trocknen, dann kochen, vielleicht vorher noch ewig lange wässern. Aber zu gefährlich wäre es mal auf jeden Fall und das ist einfach nicht sicher als Nahrungsmittel. Da gibt es bessere Alternativen. Also definitiv Anemone grundsätzlich giftig, nicht essen. Also auch nicht dann essen, wenn man jemand ist, der gerne allen möglichen Spinat zu sich nimmt. Ja, und eben diese Überwinterungsstrategie funktioniert halt so, sie zieht sich in ihre dicke Speicherwurzel zurück. Das ist so ähnlich wie bei der Karotte, die macht das ja auch so. Also die wilde Karotte wohlgemerkt, das ist nicht unbedingt unsere Gartenkarotte. Wartet da den Winter über ab, hat in ihrer Wurzel die ganzen Nährstoffe gespeichert, die sie aus der Vegetationsperiode, ihrer sehr kurzen Vegetationsperiode, also nur das Frühjahr, bis die Buche dicht ist, dann stirbt die Anemone ab, weil sie zu wenig Licht bekommt. Die Nährstoffe, die sie da gespeichert hat, nutzt sie dann im nächsten Frühjahr. Bis dahin ist sie quasi in so einem Art Tiefschlaf, um dann wieder auszutreiben. Und was die Anemone jetzt noch kann, an spezielle Anpassung an eine sehr kurze Vegetationsperiode, ist, dass sie mit ihrer Speicherwurzel, deshalb ist es auch ein Rhizom, unterirdisch sich ausbreiten kann. Die kann also von ihrer Speicherwurzel aus eine kleine Zusatzwurzel abwachsen lassen, die sich dann horizontal ausbreitet und an der nächsten Stelle nach ungefähr einem halben Meter oder was kann dann im nächsten Frühjahr, wenn genug Energie vorhanden war, eine zweite Anemone hochwachsen. Dann haben wir also zwei Anemonen. Die sind genetisch identisch, das sind Klone voneinander, das ist keine sexuelle Fortpflanzung, sondern vegetative Vermehrung nennt man das dann, also wirklich Klonen. Das ist ein und dieselbe Pflanze, ein Individuum. Deshalb, wenn ihr einen ganzen Teppich von Anemonen seht, so im Durchmesser von 2-3 Metern, lauter Anemonen, alle toll am Blühen, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass das alles ein und dieselbe Pflanze ist, nur halt mit einzelnen verschiedenen oberirdischen Auswüchsen, die aber unterirdisch ein Netzwerk bildet und genetisch eben ein und dasselbe Individuum ist. Das macht sie deswegen, weil die blüht zwar auch, aber das klappt halt mit der Blüte nicht immer, wenn die Vegetationsperiode nur sehr kurz ist, weil die Buche sich beeilt mit Blätter bekommen, dann reicht es zum Blühen nicht. Die normale, in Anführungszeichen normale Fortpflanzung, jetzt für unser eins, wir sind ja sexuelle Fortpflanzung gewöhnt und empfinden das als normal, ist es im Tier- und Pflanzenreich nicht. Das ist eigentlich schon das Nonplusultra
Spitzenklasse-Produkt. Die funktioniert halt dann eben nicht, wenn die Zeit zu kurz ist. Und da das relativ häufig vorkommt, hat sich die Anemone eben noch den Plan B quasi beibehalten, sich auch vegetativ fortpflanzen zu können. Besser ist immer die sexuelle Fortpflanzung, weil da das Erbgut halt nochmal besser durchmischt wird und irgendwelche Fehler im Erbgut so ausgeglichen werden können. So funktioniert ja die Evolution. Die nächste Generation ist unter Umständen besser angepasst als die vorhergehende Evolution. Oder auch nicht, dann stirbt sie halt wieder aus. Bevor ich jetzt noch mehr zu diesem Thema sage, zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder, wie sie jetzt aussieht, wo ich jetzt stehe, weil es wird jetzt auch demnächst dunkel und dann gehe ich, glaube ich, wieder heim. Ja. So, also ich bin jetzt inzwischen auf der anderen Seite vom Bach. Es kommt also der Bereich, wo ich am Anfang des Videos gestanden bin. Dann der Bach, der befindet sich jetzt, man sieht ihn zwar nicht, aber er befindet sich ungefähr hier. Dann kommt halt noch ein Stückchen Wald, dann kommt dieser Weg und dann geht es jetzt halt den Hügel hoch und auf dem befinde ich mich jetzt so halbwegs. Und hier haben wir halt so einen schönen Laubmischwald, also Laubmischwald im Sinne schon von verschiedenen Laubbäumen. Gibt hier Kastanien, Buchen, paar Kirschen, paar Eichen, paar Bergahörner, paar Ilexe gibt es auch. Also Ilex aquifolium, die Stechpalme heißt die so. Ich kann mir nie merken, wie das Ding auf Deutsch heißt. Ja, aber das ist halt eben so mein gängiges Filmrevier. Laufen wir noch ein kleines bisschen rum. Wir haben auch ein bisschen Totholz am Boden, ist also alles tippitoppi, forstlich ganz super gepflegt und das heißt eben nicht zu viel gepflegt, das ist es ja. Gut gepflegt heißt nicht zu viel gepflegt. Und der Kollege, der hier zuständig ist, macht wirklich eine großartige Arbeit. Das ist alles wirklich ganz super und auch an solchen Tannen kann man das dann halt erkennen, dass hier jemand sein Handwerk versteht. Wenn die Tannen von alleine hochkommen und selbst wenn sie hier so ein bisschen leidet und hin und wieder dran geknabbert wird, es gibt immerhin welche. Das ist also schon alles ganz toll. Was haben wir denn hier? Das ist ja auch ulkig. Da hat jemand der Buche noch nicht gesagt, dass sie eigentlich tot ist. Das ist eine abgesägte Buche. Die versucht es aber immer noch hier so halbwegs mit diesem Busch noch so einigermaßen zu überleben. Könnte auch mit der Nährstoffversorgung durch Altbäume via Mykorrhiza-Netzwerk irgendwie zusammenhängen, aber das ist mein eigenes Video. Ich traue mich da noch nicht so wirklich was zu sagen. Das ist alles noch so umstritten und so in der Forschung, dass das schwierig ist, da jetzt schon irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Ein gewisser Peter Wohleben tut das trotzdem. Das ist aber höchst unprofessionell, mit irgendwelchen nicht bewiesenen Tatsachen jetzt schon sagen zu wollen, so ist es und nicht anders. Habe jetzt inzwischen eins seiner Bücher mal gelesen und habe mich grauenhaft aufgeregt. Habe 2,5 Stunden versucht, ja wirklich 2,5 Stunden ein Video dazu zu drehen, zu diesem Buch. Habe dann am Ende beschlossen, nee, das lasse ich sein, da rege ich mich zu sehr auf. Hat auch wirklich nicht geklappt, weil ich war wirklich im Zorne entbrannt. Ja, und den Ilex, den ich die ganze Zeit erwähne, das ist dieses Ding hier mit diesen sehr spitz zulaufenden Blättern. Manchmal, aber nicht immer. Ja, hier zum Beispiel hat er auch an der Seite noch so ein paar Spitzen. Die sind richtig spitz, damit kann man sich ordentlich stechen. Das Ding ist immer grün, also es sind auch im Winter Blätter dran. Die Blätter sind sehr hart und fest. Deshalb können sie sich auch leisten, immer grün zu sein. Wenn man nicht hart und fest ist als Blatt, dann geht man im Winter kaputt. Und zum Schluss noch die Sitzbank, auf der ich gelegentlich mal hocke für diverse Videos. Das ist halt wirklich erstaunlich gemütlich, dieses Plätzchen. Und man kann sich da auch noch an dem Bäumchen noch ein bisschen festhalten. Tolle Sache das. Das ist eine Hainbuche übrigens, besagte Sitzbank hier. Ja, und damit habe ich auch sogar noch eine Hainbuche gefunden und kann euch jetzt den Unterschied zur Buche erklären. Die Blattform ist ähnlich, aber ihr seht, die sind nicht gewellt, die sind regelrecht gefaltet. Ne? Also eckig, kantig, gefaltet und haben einen gezähnten Blattrand. Das allein reicht als Bestimmungsmerkmal auch schon auf jeden Fall aus, um Hainbuche von Buche zu unterscheiden. Auch die weißen Härchen am Blattrand, die fehlen bei der Hainbuche, gibt es da auch nicht. Ist also, denke ich, nicht sonderlich schwierig, Buche von Hainbuche zu unterscheiden. Ja, ich denke, das soll es gewesen sein. Ich hätte euch jetzt noch gerne einen Waldmeister gezeigt, aber den gibt es hier nicht und den kann es hier auch gar nicht geben, weil, wie ich ja eben mal erwähnt hatte, befinden wir uns hier im bodensauren Buchenwald
Und ein Waldmeister kommt im bodensauren Buchenwald nicht vor, sondern in einem nicht sauren Buchenwald, um es mal ganz einfach auszudrücken. Das wäre jetzt sonst wieder ein zu langer Vortrag, den erspare ich euch jetzt. Also ihr werdet niemals Luzula luzuloides und Gallium odoratum, also den Waldmeister, im gleichen, also nebeneinander finden. Kann schon sein, dass da ein Übergang eben ist vom Standort, dass ihr im Tal meinetwegen den bodensauren Wald habt und auf der Hügelkuppe einen basenreichen Buchenwald, nennen wir es jetzt einfach mal so. Aber das ist eher unwahrscheinlich, aber vielleicht findet ihr ja sowas bei euch, könnt ihr mal ein bisschen suchen, könnt ihr euren eigenen Wald mal so ein bisschen klassifizieren. Solltet ihr tatsächlich einen Waldmeister-Buchenwald bei euch haben, dann habt ihr auf jeden Fall einen nicht so häufigen Buchenwald-Typ. Das ist übrigens auch was Gutes. Bereichert auf jeden Fall die Biodiversität. Und scheinbar haben wir gerade eine Feuerschutzübung im Dorf. Naja, dann gehe ich mal dahin. Eventuell brennt es ja wirklich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Hat mir jetzt gut getan, mal wieder einfach so ein kleines spontanes im Wald rumspazieren und ein bisschen was erzählen, Video zu machen. Doch, definitiv. Jetzt kann ich gut gelaunt in den Feierabend, beziehungsweise den habe ich heute den ganzen Tag, es ist Sonntag, aber ihr wisst, wie ich es meine. Macht's gut!